Hallo Leute und herzlich willkommen hier zur ersten Lektion des Marketingkurses. Ja, Marketing ist wirklich elementar wichtig, denn wie heißt es so schön, die beste Idee ist wertlos, wenn sie niemand kennt. Ist natürlich ganz klar, du kannst eine bahnbrechende Erfindung haben, wenn sie nur bei dir in der Garage verstaubt und die Welt sie niemals zu Gesicht bekommt, dann natürlich ist sie im Prinzip auch nicht wert, aber nicht, weil sie nicht wertgeschätzt wird, sondern weil sie einfach niemand wertschätzen kann, weil sie eben auch niemand kennt. Und so ist dasselbe auch bei DJs. Du kannst der beste DJ der Welt sein, du kannst noch so besondere Skills haben, die du eben bei dir zu Hause immer rockst. Wenn niemand davon weiß, dann wirst du auch keine Aufträge bekommen und auch keinen Zuspruch dafür bekommen. Marketing ist hier ein ganz wichtiges Tool, denn Marketing schafft eine subjektive Wahrnehmung. Nicht der beste DJ bekommt die Gigs, sondern der sie im Prinzip am besten vermarktet. Denn wir Menschen sind ja keine komplett objektiven, rationalen Wesen, sondern immer subjektiv. Und insofern bekommt der DJ natürlich dann auch den Zuschlag, der sich eben am besten vermarkten kann. Es knüpft eben wieder an diesen Punkt an, selbst wenn du viel, viel besser bist als jemand, der sich extrem gut vermarktet, dann kennen dich vielleicht einfach nicht genügend Leute oder die Leute können gar nicht wirklich spüren oder erfahren, was du kannst, weil du, selbst wenn du Marketing machst, es vielleicht nicht wirklich richtig rüberbringst, wie derjenige, der eben sehr krasses Marketing betreibt und dann vielleicht auch mit seinen weniger guten Skills schaffst, diese dann wenigstens in ein besonders gutes Licht zu rücken. Am besten schaffst du dir ein USP, also ein Unique Selling Point oder Unique Selling Proposition. Das heißt, eine Besonderheit, die du hier hervorhebst und die dich auch von anderen abgrenzt. Also auch anders genannt ein Alleinstellungsmerkmal. Insofern ist das jetzt nicht schon gäbe, als ganz grobes Beispiel eben mal, wenn du als einziger DJ auf der Welt scratchen könntest und eben diese besonderen Skills beim Turntablism hättest, dann hättest du hier nämlich ein unvorstellbares Alleinstellungsmerkmal und sowas macht natürlich dann immer schnell die Runde und so wärst du schnell gefragt. Natürlich eben, das gibt es auch schon häufig auf dieser Welt, auch wenn es natürlich nicht ganz so häufig ist wie generell DJs, die auflegen können. Aber hier ist es dann deine Aufgabe, dein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten und dieses dann auch besonders hervorzuheben und eben ja auch den Leuten zu verkaufen, eben zu vermarkten. Kontinuität geht vor Qualität. Was heißt das? Es ist im Prinzip nicht ganz so wichtig, dass du immer den allerbesten Content lieferst und wirklich nur ganz hochwertige Bilder, nur die besten Mixe, die du zu bieten hast. Das heißt natürlich nicht, dass du irgendwelchen Quatsch hochladen sollst, den du gerade mal schnell irgendwo aufgenommen hast, sondern einfach lieber postest du Sachen, die an sich natürlich gut sind, Mehrwert bieten und wertvoll sind, in einem regelmäßigen Abstand, als dass du vielleicht nur einmal im Monat ein hochqualitatives Bild postest oder eben einen besonderen Mix mal zum Besten gibst als Livestream. Dann verschwindest du halt schnell wieder in der Belanglosigkeit, die Leute vergessen dich. Und deswegen lieber regelmäßig, dann etwas, was dich vielleicht auch nicht ganz so viel Vorbereitung und Arbeit kostet, aber einfach, dass du bei den Leuten im Hinterkopf bleibst. Du kannst natürlich trotzdem dann noch auch immer wieder hochwertige Sachen posten. Natürlich, das ist immer besser als Low-Quality-Zeug. Aber bevor du halt gar nichts postest, ist es besser, dass du regelmäßig auch was postest, was dann eben vielleicht nicht ganz so hochwertig ist. Du solltest auch proaktiv handeln. Das heißt eben, wenn du dich richtig darauf vorbereitest, was du posten möchtest oder was du generell eben an den Mann bringen möchtest, an Marketingmaßnahmen, dann wirst du hier deutlich erfolgreich sein, als wenn du immer nur auf einen Art richtigen Moment wartest, dass es mal ein cooles Bild von dir gibt oder vielleicht andere Sachen, dass die mehr oder weniger dir halt zufliegen, die du dann publik machen kannst. Du solltest wirklich diese Kampagnen planen, dir vorher richtig Gedanken machen, eben proaktiv schon vorher eben alles aufsetzen, dass du auch weißt, wie du jetzt in der nächsten Zeit vorgehen wirst, dass dir auch ein wirklich roter Faden gibt, der ja auch über längere Zeit durchläuft. Die Effektivität der Werbemaßnahmen solltest du auch laufend überwachen, überdenken und vor allem auch optimieren. Du kannst dir zum einen Kunden befragen,
wenn du eben vielleicht Plakate ausgehangen hast, Flyer ausgeteilt hast, Broschüren, was auch immer, wo du direkt mit Leuten reden kannst. Du kannst auch einfach so mal Leute interviewen, wie sie deinen Social-Media-Auftritt denn so finden. Das Ganze kann ja entweder persönlich sein oder auch online kannst du mal Leute anschreiben. Hier ist natürlich auch Vorsicht geboten, wenn du das Ganze in deinem privaten Umfeld machst, denn die Leute sind dir meistens ja sehr positiv gesonnen und lass dir hier, blöd gesagt, so die schlechtmöglichste Option sagen, die dir irgendjemand nur geben kann. Denn wenn du eben schaffst, diese Punkte zu beheben, dann wird dein Auftritt mit Sicherheit gut sein. Zahlen lügen nicht. Du hast ja natürlich auch die Möglichkeit, gerade bei Social Media oder auch bei deiner Website mal die Zahlen anzuschauen. Wie viele Besucher hast du, wie viele Likes hast du, wie viele Leute kommentieren und so weiter. Eben diese Interaktion wird ja auch hinterlegt. Schau dir das auf jeden Fall an und schau mal, welche Posts vielleicht besonders gut ankommen, wann auch zu welchen Zeiten zum Beispiel Posts besonders gut ankommen. Und deswegen solltest du es dir eben laufend überwachen, überdenken, Schlüsse daraus ziehen und das Ganze dann auch optimieren. Mach Marketing definitiv über alle verfügbaren Kanäle, die für dich Sinn machen, natürlich in Anführungszeichen. Dieser Kurs ist sehr groß. Du hast gesehen, wir haben eine Lektion für dich vorbereitet und du solltest auf jeden Fall mehrere davon nutzen. Du musst natürlich nicht alle. Du erhöhst logischerweise die Wahrscheinlichkeit, dass du noch mehr Reichweite generierst, wenn du mehrere Kanäle benutzt. Und es gibt auf jeden Fall einen gewissen Grundstock, den du auf jeden Fall verwenden solltest. Dazu gehört sowas wie Website, Visitenkarte, Social Media Auftritt und ähnliches. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass du hier mehrere Kanäle bespielst, denn du hast oft auch unterschiedliche Zielgruppen, die du hier auf den verschiedenen Kanälen hast und du möchtest ja auch alle erreichen, alle regelmäßig erreichen und deswegen ist das ganz wichtig. Du hast eben zum Beispiel Social Media, Facebook, Instagram, Snapchat, werden wir zum Beispiel noch näher eingehen. Es gibt aber auch noch andere Alternativen. Du kannst dich selbst vermarkten sozusagen bei Gigs, sei es jetzt, dass du mal einen Banner aufhängst, mit Leuten redest, Visitenkarten verteilst, Broschüren und so weiter. Du solltest auf jeden Fall eine eigene Homepage haben, ganz selbstverständlich. Merchandise ist auch eine Möglichkeit. Du solltest definitiv Mixtapes oder Podcasts regelmäßig hochladen, dass du zum einen deine Fans unterhältst und zum anderen auch potenziellen Auftraggebern zeigst, was du so kannst. Eigene Produktionen sind auch eine sehr, sehr gute Waffe, vor allem hier, um überregional bekannt zu werden. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Alleinstellungsmerkmal, denn nur du hast ja dann diese Produktion produziert. Booking-Websites sind auch eine sehr gute Möglichkeit, hier eben noch weitere Aufträge zu erhalten. Und es gibt noch viele andere Sachen. Wir haben, wie gesagt, ja einige Lektionen für dich vorbereitet und die warten jetzt auf dich. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.